Aber wir hier 6 Tanks übereinander machen. Aber das ist dann schon auch richtig ordentlich dann auch, ne? Lange Rede. So, wie war das? Und 4 war das jetzt so rum? Ne, genau andersrum. Also das war wieder die Fuel Gauche. Moment. Da können wir auch Glas herstellen ohne Ende jetzt dann auch, ne? So haben wir das Glas hier, ne? Das ist der Tank. Ach, das ist der Ingot-Tank, ne? Die sehen aber auch alle sehr ähnlich aus. Ne? Also das ist der... Ich will ja den Fuel-Tank haben. Das ist ja dann im Prinzip der hier, ne? Mit einem Glas in der Mitte. Mhm. So, dann haben wir 3 Stück. Ich meine, dass das in die Mitte sollte. So vielleicht, ne? Gut. Und das mit der Lava, muss ich mal wirklich sagen, das ist wirklich großartig. So, die funktionieren jetzt ja alle irgendwie so. No, da haben wir jetzt 3 Buckets und 950 Milli-Buckets. Könnten wir nochmal erweitern. Wir haben hier die Reserve. Und wir haben hier unsere Eimer. Die lasse ich auch mal hier. Jetzt, wir haben die Frage, was wir jetzt als nächstes einschmelzen. Ob wir nochmal eine Runde von den Bricks machen oder einfach mal eine Ladung Glas. Ich denke mal, wir machen mal eine Ladung Glas. Wir haben es ja. So. Sand nehmen wir mal 2 Stacks. Mal gucken, was da so reinpasst. Machen wir die Hebel mal eben hier doch anbauen und mal ein bisschen was einschmelzen hier. Ich wollte ja Formen machen, das machen wir danach. Machen wir erstmal eben hier. Dann hole ich das Holz. Hier den Sand. Also locker mal eben 2 Stacks reingepackt hier, ne? Also 2 Stacks passen rein. So. Ah, Wahnsinn, ne? Na gut, dann lass uns mal so durchlaufen. Machen wir uns hier mal schönes Tinkerglas. Gleich hier 3 auf einmal, zack und so. Das läuft. Holen wir mal Holz.
Wo ist denn die Katze eigentlich hin? Da hinten. Haben sie noch nicht einen Fisch? Ja. Nehmen wir mal hier die Raw Cod. Aha. Na komm her. Jo. Na komm her. So, dann lassen wir es mal hier sitzen. Als Creeper-Abwehr. Es ist immer noch Winter. Ich wollte Bäume fällen. So, machen wir das mal eben. Ja, die wachsen im Winter wirklich nicht so hoch, ne? Aber sie wachsen wenigstens. So. Ne, ich denke mal, die Tische werden wir noch einmal aufstellen. Vielleicht noch ein paar Laternen platzieren und dann haben wir die Schmiede soweit erstmal fertig. Na? Mach das Huhn. Das war ein Eichenbaum, ne? Egal. Das auch. Also ich meine, da hinten waren auch noch welche, ne? Ja. Nee, wenn der Winter dann vorbei ist, dann können wir uns mal wieder mal um die Dorfbewohner mal kümmern. Hier beim Schnee, da macht das nicht so viel Laune, hier draußen rumzulaufen. So, hier kein Platz mehr, haben wir schon wieder ein Stack voll hier. Ich könnte mir auch vorstellen, mal eine schnellere Axt auch mal herzustellen hier. Ich meine, die ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber mal so eine Kobalt-Geschichte. Also ich denke mal, wir haben erstmal genug Holz. Was haben wir dann hier jetzt? 54? Ja, komm, nehmen wir mal die Bäume auch noch mal mit.
ja doch eine ganz schöne Fläche auch dann, ne? War da nicht noch eine Katze? So, komm, nehmen wir den auch mit hier. Dorfversammlung. Ja, ne? Ja, die sind ja auch später am Vermehren, ne? Diese Betten wollten wir auch noch aufstellen. Kümmern wir uns dann im Frühling drum. So, man sehen jetzt die Schmelze. Hier das Gebäude. Naja. So, ist denn schon Nacht? Nein. Obwohl, er ist hier schon am Rumchecken. Egal. Nein. Den Boden. Ach, hier ist so eine Kakerlake. So, dann setze ich den mal immer rein hier. Aufpassen, wir müssen auch ein bisschen Licht machen dann nachher, damit die Lava schön da durch. Ach, ich erschrecke mich die ganze Zeit hier. Na. Zwei Stück hier, ne? Die kommen an hier, weil das dunkel ist. So. Genau, dass wir dann Repair Kits dann noch eben herstellen. Ein paar Steine. Bisschen Licht verteilen, hier die Wände noch ein bisschen anlegen und dann haben wir das erstmal soweit. So. Gut. Wie gesagt, den hier, den können wir nochmal versetzen, dann nachher um einen. Machen wir später.